Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion hier der Gegenüberstellung der DJ-Programme. Bei dem ganzen Dickicht an Softwareherstellern muss man natürlich erstmal durchblicken und deswegen haben wir euch eine Tabelle erstellt, anhand derer ihr dann wahrscheinlich etwas leichter euch für das richtige Programm entscheiden könnt. Das ist natürlich nur eine Empfehlung, das ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und wir haben diese Entscheidung im Prinzip gefällt, anhand der Funktionen, die die Software in erster Linie bietet und dann eben auch noch, wie der Workflow insgesamt mit dem Programm ist und weswegen es sich dann für bestimmte Situationen, Arten der Veranstaltung und so weiter halt auch am ehesten eignet. Hier könnt ihr das Ganze natürlich dann auch in der Kursbeilage, die ihr hier noch findet, dann in Ruhe nochmal anschauen. Wir gehen das jetzt einfach mal hier Schritt für Schritt durch. Hier eben die fünf großen Programme, die wir hier mal aufgelistet haben und hier einzelne große Überkategorien. Und der ist ja im Prinzip auch schon selbsterklärend. Anfänger wird wahrscheinlich in erster Linie mal Virtual DJ und DJ Pro 2 interessieren, denn hier bekommt ihr zum einen ein sehr günstiges Programm oder zum anderen auch eine sehr, sehr umfangreiche Demo-Version. Diese können natürlich auch genauso von Anfängern genutzt werden. Sie bieten ja auch kostenlose Testversionen, aber eben vor allem sind diese Programme hier auch schon sehr spezialisiert, entweder auf gewisse Genre oder haben eben gewisse Spezialfunktionen, die man als Anfänger erstmal nicht nutzen wird oder vielleicht auch schon sehr komplex zu verstehen sind. Und deswegen hier das so. Bei Profis ist es vielleicht dann bei Virtual DJ eben genau umgekehrt, dass die dann hier schon wieder aussteigen und sagen, ich möchte aber bestimmte Funktionen wie zum Beispiel Stem Decks nutzen oder eben gerade die Ausrichtung von Serato in Richtung von Turntablists, dass das hier dann Sinn macht. Und DJ Pro 2 hat ja eben zum Beispiel viele Funktionen gar nicht erst mit an Bord, von daher wird es für viele eben dann ganz klar aus dem Raster fallen. Wenn ihr mit Digital Vinyl System auflegen möchtet, also Timecode, dann gehen hier alle Programme bis auf DJ Pro 2. Bei Virtual DJ habt ihr sogar dann die coole Möglichkeit, im Prinzip mit jeglichem Anbieter zu arbeiten. Da müsst ihr dann lediglich auswählen, welche Timecode-Platte jetzt gerade auf dem Plattenspieler liegt. Die anderen Softwarehersteller stellen sich da ein bisschen quer und wollen nur ihre eigenen Produkte haben. Wenn ihr VJing betreiben möchtet, dann könnt ihr alle Programme nutzen, außer Traktor Pro 2. Da gibt es keine Funktion. Bei den anderen unterscheidet sich halt ein bisschen, ob dann vielleicht noch Visuals möglich sind oder bestimmte Einstellungen, aber sonst die Möglichkeit besteht. Wenn euch Karaoke wichtig ist, eben vor allem vielleicht als Mobile DJ, dann fällt Traktor Pro 2 und DJ Pro 2 raus. Mit dem Rest geht es. Live Producing ist mit Virtual DJ und DJ Pro 2, wenn überhaupt, schwierig möglich. Ist auch die Frage, was genau bezeichnet man als Live Producing. Aber gerade zum Beispiel hier mit den Performance Pads oder mit den Stem und Remix Stacks und hier auch den Samplern funktioniert das bei diesen drei Programmen schon extrem gut. Da hat man viele Möglichkeiten, auch sowas wie Serato Flip und so weiter. Also da haben die drei Programme auf jeden Fall die Nase vorn. Wenn ihr Mobile DJ seid, eben schon ein paar Mal erwähnt jetzt, dann wird Virtual DJ sehr cool sein, denn ihr bekommt hier wirklich eine unfassbar große Bandbreite an Möglichkeiten und Funktionen. Bei Rekordbox DJ ist es ähnlich. Die anderen drei sind natürlich generell ja immer alle Programme für alle nutzbar, aber hier habt ihr dann doch auch eine gewisse Einschränkung bei den Funktionen, gerade zum Beispiel auch, wenn es darum geht, euer Licht zu steuern. Das geht ja mit manchen Programmen einfach sowieso gar nicht, was eben bei diesen zwei möglich ist. Wenn ihr Streaming mit integrieren möchtet, dann zum aktuellen Zeitpunkt geht das nur mit Virtual DJ und mit DJ Pro 2. Die anderen Programme haben diese Funktion nicht. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die Genre zu sprechen kommen, dann werden elektronische DJs wahrscheinlich an Traktor Pro 2 und Rekordbox DJ besonders interessiert sein. Einfach eben auch von der Funktionsvielfalt mit den Samplern, Remix-Decks, Stem-Decks und so weiter. Wobei die anderen drei natürlich auch wieder ganz klar damit nutzbar sind. Und bei Hip-Hop-DJs wird es dann eher darauf hinauslaufen, dass die sich eher in Richtung Rekordbox und Serato orientieren werden. Eben die haben vor allem ihren Schwerpunkt dann auf Scratchen, Samplern und so weiter gesetzt.
sowas wie eben Serato Flip, der Sequencer Call und so weiter. Vor allem auch die Darstellung allein schon der Wellenformen im Programm. Das ist eben alles was, was wahrscheinlich am ehesten den Hip-Hop-DJs zusagen wird. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, zumal sich ja auch durch gewisse Updates dann noch wieder was ändern kann. Das ist hier mal eine grobe Übersicht, einfach mal hier gewisse Sachen gegenübergestellt und vielleicht könnt ihr das ja im Prinzip nutzen und habt so eher Klarheit, welches Programm für euch dann wirklich auch am besten geeignet ist. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.